So, da sind wir wieder zur zweiten Folge von Dying Light, Good Night, Good Luck. Das ist jetzt der zweite Part sozusagen. Genau. Wir sind jetzt im Bereich des Slums und mal gucken, was uns da so erwartet. Ich sag nur mal, wir sind das erste Mal draußen anscheinend. Mhm. Ja, okay, dann legen wir mal los. Let's go. Okay, wir sind unten. Ist aber irgendwie voll nicht das Erdgeschoss, wa? Naja, knapp. Gut, man sieht auch schon die ersten Zombies. Oh, guck mal, da ist eine Kiste hinter. Hm? Hinter dem Zombie. Achso, Also da werden wir im Laufe des Spiels auch noch zu kommen. Da wird auch noch so ein Dings kommen. So ein Blinkedings. Und der wird uns dann sagen, ja, wir können diese Kisten auch mal aufmachen. Da sind Waffen und besonderes Zeugs drin, was man gebrauchen kann. Ah, Sie sind der neue Späher. Rahim hat Sie per Funk angekündigt. Genau. Ich heiße Crane. Namen merke ich mir erst, wenn jemand eine Weile überlebt hat. Hier, das ist für Sie. Übrigens, im Turm erzählen Sie, dass Sie bloß essen und Antizin schnorren wollen. Soll heißen, die Leute mögen Sie nicht besonders. Nehmen Sie es Ihnen nicht übel. Das ist nur der übliche Lagerkoller. Und da auch noch die Funkverbindung mit der Außenwelt gestört ist, mangelt's hier nicht an Paranoia. Entweder die Stadt hilft sich selbst oder keiner tut's. Wenn Sie mir oder Spike aber Sachen aus den GRI-Paketen bringen, ändern die Leute ganz schnell ihre Meinung. Das Zeug ist lebenswichtig. Danke, ich werd's mir merken. Sonst noch was? Hab's eilig. Also, wenn Sie gemocht werden wollen, dann sollten Sie sich nützlich machen. Wer den Leuten hilft, ist gleich beliebter. Vielleicht finden Sie sogar eine Frau. Für die kalten Nächte. Alle wieder mit denselben Gedanken. So, Gegenstände auf Lager. Einfach alles mal mitnehmen. Alles mal eins. Und das nehme ich auch mit. Guck mal, liegt noch Neger rum. Kann ich auch mitnehmen. Oh. Nee, leider nicht. Schade, das Zeug sitzt ja auf dem Rum, aber klauen kann man es nicht. So. Wir müssen jetzt wohl hier runter. Oh, da sehen wir auch schon die erste Waffe. Also es gibt schon mal Schusswaffen hier. Da ist auch schon Nummer 2. Okay, Neuling, sei vorsichtig. Wir haben schon zu viele verloren. Okay, grafisch 1A, muss ich sagen. Okay, Neuer. Mr. Zero ist in einem Anhänger auf einem umzäunten Spielplatz. Raus aus dem Turm, nach links und dann südwärts. Nicht zu übersehen. Okay. Ich heiße Crane. Okay, Crane, lauf einfach weiter. Du hast keine Zeit fürs Sightseeing. Und mach nicht so viel Lärm. Das zieht nur diese Viecher an. Okay. Schauen wir mal, was wir mal gelernt haben, ne? So, da sehen wir auch schon mal ein paar. Ein paar mehr. So, und dann müssen wir wahrscheinlich rüber. Lass mich mal fallen. Wie viel ist auch immer auf? Was? Oder ist da irgendwas drin? So. Okay, und wir wollen weiter kann. Mhm. Wir sprinten einfach mal durch, würde ich sagen. Was ist denn das? Ja. Aber wir können ja gut klettern. Okay. Ohne Worte. Aber sie können schon mal über Zäune klettern. Oder drüber fallen, sagen wir es mal so.
weiß nicht, ob der sehr gut hier heute. Und da sehen wir wieder eine Schusswaffe und eine Machete. Mhm. Die Machete ist wahrscheinlich die bessere Wahl. Geht wahrscheinlich auch nicht so schnell kaputt, wenn die hier kaputt gehen können. So, und hier wollen wir rein. Dass ich mich mal rausstellen wird. Doktor? Hallo? Ist jemand da? Hände? Sind Sie dort? Verflixt. Ich soll einen Impfstoff bekommen. Was? Nein, nein. Ein Suppressivum. Es heißt Antizin. Unterdrückt die Symptome. Setzen Sie sich. Antizin zögert das Ende hinaus. Besseres gibt's vom GIE nicht. Das Ende? Es gibt keine Chance auf Heilung? Es ist eine Art Tollwut. Es gibt zurzeit kein Heilmittel, aber ich habe Tests an Antizin und an infizierten Gewebe durchgeführt. Heilung ist möglich. Definitiv möglich. Echt jetzt? Sie könnten ein Heilmittel finden? Mit Dr. Camdens Hilfe, ja. Ich glaube schon. Ah, wo habe ich nur den Injektor? Eben gerade da unten gedrückt. Ein Kollege steckt in Sektor 0 fest. Also dort, wo der Ausbruch begann. Wir arbeiten über Funk zusammen. Wir kämen natürlich viel schneller voran, wenn die Verbindung besser wäre. Und wenn meine frühen Experimente Früchte getragen hätten. Ich habe rekombinierte Versionen des Virus in Fleischstücke injiziert und sie dann in der Stadt verteilt. Ich hoffte, die Infizierten würden sie finden und essen und dass ich dann die Ergebnisse dokumentieren könnte. Sie wollten sie nicht? Nein, alles für die Katz. Ich habe so viel Zeit darauf verschwendet. Es gibt auf jeden Fall keinen Grund mehr, Antizin in Reserve zu halten, denke ich. Also, ich bin beschäftigt. Bitte gehen Sie jetzt. Wo war ich gerade? Sei schnell. Okay. Rahim, Sia hat mich untersucht und mir eine Spritze verpasst. Okay, toll. Das sollte dir erstmal über die Runden helfen. Ich gewöhne mich gerade daran, dich rumzukommandieren. Danke. Zeit für einen Härtetest. Sprich mit Spike. Er ist bei Zaras LKW und hat den ersten richtigen Job für dich. Na, da sind wir doch gleich mal gespannt drauf, ja? Und wir haben wieder Punkte bekommen. Neuer Überlegungsrang. Fertigkeitspunkt erhalten. So, hey Spike, ich bin Crane. Echt toll. Noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten von GRE-Paketen. Die einen mit Nahrung, Medizin, Überlebensausrüstung etc. Die anderen enthalten Antizin. Der GRE sendet eine Videobotschaft, wenn eine Lieferung unterwegs ist. Leider schnappen sich Rais Schläger immer wieder das abgeworfene Antizin. Und ohne Antizin sind wir völlig aufgeschmissen. Rais und seine Jungs sind nur tagsüber aktiv. Im Dunkeln macht man's da draußen ja auch nicht allzu lange. Die nächsten zwei Antizin-Pakete kommen heute Abend runter und Bracken will sie sich holen. Das könnte unsere einzige Chance sein, sie zu erreichen. Was soll ich tun? Wie gesagt, nachts loszuziehen ist quasi Selbstmord. Oder wäre es, wenn ich nicht seit Wochen Unterschlüpfe und Fallen vorbereitet hätte. Brackens Team wird's heute Nacht schaffen, wenn du da draußen die Fallen scharf machst. Das ist deine Aufgabe. Okay, was für Fallen sind das und wie macht man sie scharf? Ich werde dir Anweisungen durchgeben. Nicht vergessen, ohne diese Fallen überlebt Bracken die Nacht nicht. Und wenn er kein Antizin mitbringt, sind wir verloren. Nimm dir ein paar Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt. Sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest. Böller. China-Böller? Polen-Böller. Die richten vielleicht was aus an den Zombies. So. Plündern in der Schlüssel. Also plündern ist der Schlüssel zum Überleben. Durchsuchen Sie Leichen, verlassene Autos, Möbelstücke und sogar Mülleimer, um Geld, Waffen und Werkzeugteile zu finden. Nutzen Sie Ihren Überlebenssinn L, um Gegenstände, die Sie plündern können, zu identifizieren. Okay. Nächste Seite. Suchen Sie in der Umgebung nach großen verschlossenen Truhen, die von anderen Überlebenden zurückgelassen wurden. In der Regel stehen sie auf Dächern außer Reichweite der Zombies. Sie enthalten Waffen und andere wertvolle Dinge. Genau, so eine, wie wir das schon auf dem Dach gesehen. Also sprich, der Instinkt und eine Bodenplanke. Nein! Also ich glaube, ich behalte lieber das vor.
Jetzt ist das Brett weg. Ja, okay. Ja, wie sieht's aus? Da hinten war ja so eine rote Kiste schon auf dem Dach. Wollen wir uns die nicht einfach mal holen? Ja, wir können mal schauen, dass wir da irgendwie hinkommen. Aber erstmal, wir hatten doch so einen Fähigkeitspunkt bekommen. Schauen wir mal. Fähigkeiten. Sie haben Fähigkeitspunkte, die Sie auf Fertigkeitsbäume verteilen können. Überlebensraum. Der Rang Überlebender verschafft Ihnen Zugang zu hilfreichen Fähigkeiten, Entwürfen und Hilfsmitteln. Um den Rang zu erhöhen, erfüllen Sie Quests, helfen anderen Überlebenden und nehmen an Herausforderungen teil. Je höher Ihr Rang ist, desto besser ist Ihre Ausrüstung, die Ihnen in den Geschäften angeboten werden. Cool. Überleben Starterkit. Ja, ist auch das Einzige, was wir noch auswählen können, erstmal. Nein, ja, okay. Dann haben wir noch Wendigkeitsstufen. Die Wendigkeitsbaum ermöglicht es Ihnen, Ihren Gegnern davon zu laufen. Um Ihre Wendigkeitsstufen zu erhöhen, können Sie klettern, springen und andere Parkour-Aktionen ausführen oder Fertigkeiten des Wiederkeitsbaums nutzen. So, was haben wir dann noch? Dann haben wir noch Kraftstufe. Der Kraftbaum ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Gegnern direkt zu stellen. Um Ihre Kraftstufe zu erhöhen, müssen Sie sich in Kämpfe töten ihre Gegner einfallsreich oder nutzen Fertigkeiten des Kraftbaums. So, jetzt haben wir es. Gut. Sie haben gelernt, sich Flächen zu herzustellen. Beine zu verwenden, aber verwenden muss da nicht jeder können. Und das ist ja wieder blöd gelaufen. Ich bin nur schon mal froh, dass er so relativ gut springen kann. Da kommen wir nicht mehr. Oh. Ja. Das war nicht geplant, Leute. So. Na, warum hängt das gerade so? Ja, gut. Puh, Leute, es tut mir echt leid, aber das hängt gerade ganz schön. Ich kann sagen, Leute, ich weiß ja nicht, ob ihr das dann auch seht. Aber wenn ich auf den Boden gucke, geht das. Ist hart. Das liegt vielleicht daran, dass... Gut, das Auto zuerst. Öffne die Haube und schließ die Batterie an. Das macht die Falle scharf. Ein paar andere Prozesse gerade laufen. Die auch mit unseren Videos zu tun haben, mit dem Schneiden und so weiter. So, die S-Bombe haben wir schon mal aktiviert. Und Jane Tier, ist da draußen jemand? Es ist ein Notfall. Ich bin hier draußen für Spike unterwegs. Crane, richtig? Hör zu. Einer unserer Kuriere wollte einen Unterschlupf für Breckens Mission vorbereiten. Er ist auf einem Hof nahe Wefa und Mirma von Zombies umzingelt. Er braucht Hilfe. Okay, ich kümmere mich. Okay, das heißt jetzt wohl Action. Und überall hört man sich schon rumstöhnen. Da ist gerade irgendwas zu hoch gegangen. Oder ein Zombie ist runtergefallen. So. Da noch über. Das ging einmal voll ins Gesicht. Hoch. Stand hin? Ah! Jawoll!
Also manche hören sich ja schon ein bisschen fies an, ne? Ja. Oh, Scheiße. Okay, dann Körbe. Okay, Leute, ich würde mal sagen, dass vom Spiel sieht jetzt gleich erstmal eine kurze Szene nichts. Und zwar liegt das jetzt einmal daran, ich werde mich jetzt erstmal mal darum kümmern, warum das hier gerade so extrem hassen tut. Da ist irgendwie gerade wo ein Fehler aufgetreten. Jetzt ist es beendet worden. So, jetzt gehe ich erstmal wieder zurück richtig im Spiel rein. Und jetzt müsstet ihr auch wieder Bild haben. Und wie wir sehen, es läuft schon mal viel besser. Und gleich wieder in den nächsten Zombies herein. Ich bin da. Und einige Infizierte ebenfalls. Sei vorsichtig, Crane. Komm, komm auf einmal. Da hätten wir wohl immer den Kopf abgeschlagen. Und da auch. Gut, dann sagen wir nochmal kurz alles ein. Ja, für ihn kommt wieder jede Hilfe zu spät. Kommt jede Hilfe zu spät. Okay. Erlöse ihn. Cool. Lass ihn bloß nicht leiden. Ja. Der leidet bestimmt nicht mehr. Weg vom Fenster zu sein. Okay, erledigt. Scheiße. Du hattest keine Wahl. Er war kein Mensch mehr. Schnell jetzt. Du musst das Licht anschalten. Nur so ist es dort nachts auch wirklich sicher. Okay. Oh, mal nichts durchgebrannt. Welch ein Wunder. Und wir haben eine Sicherheitszone freigeschaltet. Ach Mist. Wie ist die Lage? Ist das Licht an? Fast. Einen Augenblick noch. So, begeben Sie sich auf das Dach des Gebäudes und kontaktieren Sie die GIE. GRE. GRE. Ja, wie schön, dass wir auch schon wieder gleich so ein bisschen erwartet werden unten. Oh, da ist ein Kistchen. Ein Kistchen. Oh, man kann sie öffnen. So, oder? Sprühdose. Antikantensprüh. Gut gegen das Siegelblutsauger. Auch gegen die? Ich glaube, der steht wieder auf. Ich bin wieder irgendwas kaputt. So, wir werden ja erstmal hier hochklettern. Das war einmal daneben. Erstmal telefonieren. Genau. Die Aussicht betrachten. Bericht. Okay, ich habe diesen Doktor getroffen, Wissenschaftler. Arbeitet in einer Art Laboranhänger an einem Heilmittel für den Virus. Er heißt Sierra. Hallo? Hören Sie mich? Positiv. Sekundärziel hinzugefügt. Deckung wahren und seine Forschungsunterlagen sichern. Bestätigen. Die gestohlene Datei hat aber noch oberste Priorität, oder? Positiv. Ein einzelner Forscher, der in einem Anhänger arbeitet, wird kaum nennenswerte Resultate erzielen. Aber falls doch, wollen wir sie sehen. Jade, verspotten fertig. Gerne andere. Wir müssen noch mehr Unterschlüpfe vorbereiten. Wir haben schon ein paar geeignete Orte ausfindig gemacht. Spike markiert sie dir auf der Karte. Und, Crane? Danke. Zurück zu dir, Spike. Jetzt zurück zum Wesentlichen. Mach die nächste Falle scharf. In der Nähe ist noch ein Auto. Okay. Da oben sehen wir noch schon die Straße wimmelt von Infizierten. Ja, und? Runter von der Straße. Bleib auf den Dächern, wo sie dich nicht erreichen. Sie umzingeln das Auto, Spike. Du hast doch noch Böller, oder?
Wirf einfach ein paar in die Menge. Diese toten Mistkerle lassen sich leicht ablenken. Okay. Gut, wollen wir es mal offen, ne? Nehmen Sie Böller mit Z in die Hand und drücken Sie dann K, um sie zu werfen. Okay. Ja. Die 12 Böller. Was hier? Werfen wir mal eins. Gucken Sie gleich danach. Vielleicht noch einen hinterher, würde ich sagen. Gehen wir nochmal ein bisschen weiter weg. Und dann gehen wir gleich zum Auto, würde ich sagen. Bevor die wieder auf die Idee kommen, zurückzukommen. Starte, 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 starte. Und weg. Wo? Starte. So, ich glaube, wenn er mal auf die Uhr achtet beim Klettern, ist es schon 1952. Oh, da oben haben wir eine rote Kiste. Das erste Mal, dass ich eine Kiste vorgesehen habe. Oh, Schloss knacken. Schlösser knacken, bewegen Sie den Stift mit Maus. Und den Schraubenzieher mit Pfeil nach links. Vibrierter Stift. Könnte er brechen. Escape drücken, um fortzufahren. Okay. Wir sehen ja eine Büroklammer. Ich muss jetzt also eine Position finden. Na, das hat doch schon mal gleich gut geklappt. Und was haben wir drin? Eine Rohrzange. Eine Rohrzange, und die ist null. Genau, tauschen wir gleich mal aus, weil die war schon ein bisschen knapp kaputt. Weil man hat nämlich, kann man nämlich sehen, jetzt wo ihr den Schraubenschlüssel seht, da ist jetzt der Hintergrund ein bisschen grau. Und bei der hier, wenn wir die jetzt einfach mal nehmen, da sehen wir schon, der graue Strich verschwunden ist und noch dieser dünne rote Strand ist. Also es gibt diese Haltbarkeitsanzeige, wo der vorhin drauf angesprochen hat, ist auch. So. Und da sehen wir schon das nächste Auto, das ist natürlich noch besetzter. Versuch mal, ist das Glück. Der ist ja geflogen. Oh, das sieht gut aus. Ich werfe einfach vorsichtshalber gleich nochmal ein. Und dann würde ich sagen, hätte ich, bevor der wieder aufhört zu machen. Komm, 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 komm. Mit dem Auto fertig, Spike. Okay. Weiter so, dann schaffst du es vielleicht. Wow. Okay, die nächste Falle ist nicht weit. Es versteht sich von selbst, aber lass dich nicht im Fallen erwischen. Spike, die Biester sind überall. Falls ich eine Falle brauche, wie aktiviere ich sie? Kannst du nicht. Wie gesagt, die sind nur für die Nachtmission. Mist. Das ist schön. Na gut. So, wo man hält, ganz da hinten. Irgendwas verstehe ich heute gerade nicht mit meinem PC. Dass der irgendwie gar nicht irgendwie so läuft der heute gar nicht so. Toll. Entschuldigt mal bitte, ich glaube, wir gucken gleich nochmal nach. Wenn wir den. Dann mal wieder haben. Zigaretten, ja, okay. Ich versuche nochmal eben eine Kiste. Oh, Klinge. Oh, wenn ich nicht wissen, wo ich die gerade gesteckt habe. Aber auch aus, als wenn die volle Seite Böden gesteckt hat. Mhm. Aber egal. Ja gut, ich schaue jetzt einfach nochmal.